Hallöchen, meine Freunde, und damit herzlich willkommen zu einer weiteren LS19 News bzw. Informationsvideo. Und zwar hat Giants soeben ein Spotlight-Video über die Marke Kamatsu oder Komatsu veröffentlicht. Und es ist so eine Art, nennen wir es mal, fast fünfminütige Doku über diesen Hersteller im Bereich Forest mit Harvester und Co. Und ich würde einfach mal sagen, quatsch mal nicht so lange, ihr schaut euch das an und ich melde mich am Ende nochmal dazu. Oben links steht im Übrigen Dauerwerbesendung eingeblendet. Das ist einfach nur rechtlich sicher, weil ihr wisst ja, Landesmedienanstalt und so, ne? Alles für Macke. Gut, ich wünsche euch viel Spaß. Bis gleich. Wir befinden uns hier in Sachsen-Anhalt in einer Sturmholzfläche. Vor kurzem waren hier zwei schwere Stürme. Und im Einsatz haben wir hier einen Komatsu 931 XC. Die Aufgabe hier ist es, das Holz schnell aus dem Bestand rauszuholen, bevor Schädlinge oder Käfer das Holz befallen. Deshalb ist die Maschine momentan hier im Einsatz. Das XC steht für Extreme Conditions und die Maschine wurde speziell für den Einsatz im schwierigen Gelände oder bei Böden mit schlechter Tragfähigkeit oder steilem Gelände entwickelt. Die Zusammenarbeit mit Giant Software basierte auf mehreren Säulen. Zum einen kamen vermehrt Modder auf uns zu, die nach Zeichnungen, Bildern und Details gefragt haben. Das war für uns so der erste Berührungspunkt mit der Materie. Gleichzeitig kamen dann auch Kunden, Fahrer und auch Mitarbeiter, sprachen uns an, ob es nicht möglich wäre, Komatsu in das Spiel zu integrieren. Das war dann für uns so der Anlass, mit der Materie zu beschaffen. Und zeitgleich kam dann Herr Frey von Giant Software auf uns zu und bot uns eine Kooperation an. Und wir sehen heute das Ergebnis. Und es freut uns wahnsinnig, dass Komatsu nun ein Teil von dem Spiel ist. Und jeder sich das typische Komatsu-Feeling ins heimische Wohnzimmer holen kann. So, wir befinden uns jetzt in Jelenia Góra, das ist in Polen, in der Nähe von der deutschen Grenze. Der Komatsu 875 ist ein Vorwärter, mit dem man keine Kompromisse eingehen muss. Er ist stark, kraftvoll, schnell und wurde konzipiert vom Fahrgestell über den Antriebsstrang zum Kran bis zur hohen Ladekapazität für schnelles und produktives Arbeiten. Wichtig für effektives Vorliefern ist auch ein leistungsstarker, schneller und effektiver Kran mit einer großen Reichweite. Dieser Kran zeichnet sich vor allem durch seine hohe Nettohubkraft und sein hohes Schwenkmoment aus und ist somit für Arbeiten im steilen Gelände bestens geeignet. Die Kabine vom 875 betrachten, merken wir, wie bei allen Maschinen von Komatsu Forest, dass der Fahrer im Mittelpunkt steht. Die Kabine besticht zum einen durch ihre Größe, was man hier sehr gut sehen kann, und zum anderen durch die Glasflächen ringsum, sodass sich für den Fahrer der Kran präzise und einfach steuern lässt.
So, das war's dann auch schon mit diesem Video. Es ist bombastisch geworden, oder? Also das ist mal ein ganz neues Niveau und eine ganz neue Qualität, die uns da Giants anbietet. Ich hatte auch schon nachgefragt, es ist bis jetzt aktuell nur dieses eine Video gedreht worden, aber wenn es nach Giants gehen würde, würden sie zu jeder Marke so ein Video machen. Können wir ja gespannt sein, was 2021 dabei entsteht. Wie ist eure Meinung zum Video dazu gewesen? Hat es euch gefallen? Interessiert euch allgemein der Forst im 19er, auch wenn es da ja nie jetzt nicht so viele Verbesserungen gibt, und seid ihr Fan der Marke Komatsu? Schreibt es gerne in die Kommentare und allgemein eure Meinung damit rein. Däumchen da lassen nicht vergessen, abonnieren, falls ihr nicht getan, und in dem Sinne, ich bin erstmal raus. Tschüss, Sikowski.